So, wir haben uns ja im Vorfeld überlegt, wir würden gerne Ihre Fragen einsammeln und auch hier am Anfang diskutieren. Es sind ein paar Fragen im Blog eingegangen und wir haben auch ein paar weitere typische Fragen noch mit hinzugenommen. Und die erste Frage, die vielleicht einigen im Kopf rumgeht, was ist eigentlich Flipped Classroom? Und die will ich mal ganz kurz beantworten. Flipped Classroom geht von der Idee aus, traditioneller Unterricht, ich erzähle jetzt mal was über so einen prototypischen Unterricht. Ja, der startet in der Stunde im Unterricht mit einem mehr oder weniger lehrerzentrierten Unterricht. Und aus diesem Unterricht nehmen nur die Hälfte der Schüler was mit oder die Hälfte versteht was oder ein Teil der Schüler versteht was. Anschließend gehen sie nach Hause und müssen das, was sie nicht verstanden haben, üben mit Aufgaben 1 bis 3, A bis F jeweils. Und dann weiß man nicht so genau, was man tun soll. Und das Problem ist, zu Hause ist niemand da, den man fragen kann. Also die Eltern sind, keine Ahnung, schon in Mathematik Klasse 6 ausgestiegen. Und dann gibt es niemanden, den man fragen kann, keinen Support. Und was macht man? Man schreibt die Hausaufgaben ab. Flipped Classroom dreht das Ganze rum. Der Einstieg, die Erarbeitung, die Beschäftigung mit den Inhalten erstmal erfolgt zu Hause als Hausaufgabe vorbereitend auf den Unterricht mit dafür geeigneten Materialien, also beispielsweise Videos sind typisch für Flipped Classroom, aber auch interaktive Materialien, Aufgaben, die der Vorbereitung dienen. Die Schüler können sich im eigenen Tempo vorbereiten, also beispielsweise ein Video stoppen, zurückspulen, nochmal anschauen, mit anderen alternativen Materialien befassen, um dann in die Unterrichtsstunde zu kommen und dort die Aufgaben 1 bis 3, A bis F zu lösen, dann aber nicht alleine zu sein, sondern sich gegenseitig helfen zu können, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler sich gegenseitig helfen. Der Lehrer ist da, kann herumlaufen, hat mehr Zeit für die individuelle Betreuung und Beratung der Schüler. So, das ist die Idee von Flipped Classroom. So. Jetzt gibt es ein paar weitere Fragen, die Ihnen vielleicht im Kopf rumschwirren. Videos erklären Inhalte. Werden die Lehrerinnen und Lehrer jetzt überflüssig? So. Und jetzt würde ich damit beginnen, die Antworten Ihnen zu überlassen. Wer hat auf diese Frage eine Antwort oder eine Idee? Hier gleich Sebastian. Also im ersten Schritt glaube ich nicht, dass wir überflüssig werden, weil wir wären viel wichtiger. Also ich glaube, ich habe viel mehr Hektik im Unterricht als vorher. Viel mehr zu tun, muss viel individueller auf Schüler eingehen, aber ist es am Schluss nicht unser aller Ziel, dass wir überflüssig sind, weil wenn sie die Schule verlassen, dann haben sie uns nicht mehr und eigentlich soll es unser großes Ziel sein, dass wir irgendwann überflüssig werden, weil dann haben wir es wirklich geschafft, sie zum selbstständigen Arbeiten zu bringen, deswegen würde ich das jetzt nicht so als Kritik dran sehen. Okay, weitere Kommentare, Anregungen, Ideen, Antworten? Fragen? Hier hinten? Mit Mikro bitte, damit ja, wir. Gerne. Gut. Christian Ebel hat extra nochmal trainiert gestern. Lehrerinnen und Lehrer sind auch für die Beziehungsarbeit verantwortlich. Das schaffen die Videos nur begrenzt. Gibt es darauf eine Antwort? Bitte schön. Also die. Oh, ist nicht an? Hört man nicht. Also die Videos anschauen natürlich für die sozialen Komponenten ist es nicht relevant, aber in der Unterrichtsform, in der Präsenzphase bin ich viel intensiver mit jedem einzelnen Schüler aktiv als im Unterricht vorher. Deswegen würde ich sagen, ganz im Gegenteil, die soziale Komponente kommt noch viel deutlicher heraus. Genau, ich meine das als Ergänzung. Ah ja, okay. Ja, dann sind wir uns ja einig. Ja, gut, dann gehen wir zur nächsten Frage über. Wie sollten so Videos eigentlich gestaltet sein? Ich möchte Videos im Unterricht einsetzen. Gibt es irgendein paar Tipps und Tricks, wie man so ein Video gestalten sollte? Aus der Erfahrung derjenigen, die schon mal Videos gemacht haben oder derjenigen, die Videos schauen auch. Ja, ganz wichtig ist, dass die Videos auf jeden Fall nicht zu lange sind. Also das kann man gleich einmal festhalten. Es gibt ein paar Studien auch dazu, die sagen, 6 Minuten ist so die Grenze. Ich würde aber empfehlen, das mache ich auch im Workshop dann, dass man kürzere Videos sogar verwendet, damit sie auch angesehen werden. Und dann natürlich in erster Linie das nutzen, was den Mehrwert eines Videos ausmacht, nämlich ganz viel visualisieren und Bilder verwenden und am besten auch sogar mit Storytelling arbeiten, also richtig eine Geschichte erzählen, Inhalt aber auch spannend darzustellen. Ja. Damit die Leute nicht in Passivmodus verfallen, ist es gar nicht schlecht, schon Fragen einzubauen. Also ich frage in meinen Videos und gebe dann ein paar Sekunden verzögert die Antwort, aber mittlerweile habe ich sogar hingekriegt, Fragen, interaktive Fragen einzubauen mittels H5P. Das heißt, die Leute, wenn sie etwas erklärt bekommen haben,
beantworten sofort eine Frage und bleiben wach, bleiben aktiv. Das ist es, was man ja möchte. Ja, ich würde noch ergänzen, wenn man jetzt noch nie so ein Video gemacht hat, nicht davon abschrecken lassen, dass wir ganz viele Cracks sind, die schon zum Beispiel H5P nutzen und so weiter und ein Greenscreen haben. Also man kann auch ganz einfach mit einer Handykamera anfangen, die man einmal anschaltet, setzt sich davor mit einer kleinen Tafel und dann hat man das allererste Video erstellt und dann sich professionalisieren und nicht sagen, ich kaufe mir erstmal das super teure Mikro und die Kamera und muss noch hier was aufbauen. Das führt dazu, dass man es dann am Ende vielleicht gar nicht macht. Ja, wir beide haben tatsächlich ganz viele Schüler mal befragt, was ein gutes Video ausmacht. Und was da rausgekommen war, ist, dass es auch ganz einfache Sachen gibt, was so Qualität angeht, also Tonqualität, deutliche Aussprache. Das sind schon ganz wichtige Sachen auch für Schüler. Und dann gibt es natürlich auch so subjektive Sachen, wo auch ganz viel Sympathie mit dabei ist. Und all das, was vorne gesagt wurde, das sind, glaube ich, Sachen, die Schüler auch alle unterstreichen. Abwechslungsreich, Storytelling. Und dass man auch den Sinn und Zweck des Inhaltes auch irgendwie versteht. Wozu muss ich das jetzt eigentlich lernen? Das ist auch immer ganz wichtig in dem, was die Schüler uns sagten. Ja, ist eine ganz gute Idee, Schüler zu fragen, auch, ja, was sie gut finden. Und das haben wir auch im Rahmen des Projekts gemacht. Und hier sehen Sie die Antworten der Schülerinnen und Schüler sozusagen, was sie an Videos wichtig finden. Ich würde auch den Punkt, der eben genannt worden ist, nochmal unterstützen wollen, dass man jetzt nicht gleich anfängt, ein großes Storytelling-Projekt zu starten und erstmal zwei Tage nach rechtefreier Musik in Google zu suchen, weil so schafft man eigentlich nie ein fertiges Produkt, sondern auch wirklich so kleine Schritte zu machen. Und manchmal ist das ganz kleine Info-Video, wo man nochmal einfach nur Teilungsregeln oder so nur mal aufzeigt, schon so ein kleiner Einstieg, um sich dann später zu steigern. Also diese kleinen Erfolgserlebnisse, die man dann hat. Ich als Lehrer produziere das Video, die Schüler sehen das und da kann man sich so langsam steigern. Die sind, glaube ich, auch ganz wichtig, um ins ganze Thema auch erstmal reinzukommen und dann sich später dort mit größeren Projekten zu steigern. Von einem inhaltlichen Aspekt möchte ich noch sprechen. Ich beginne meine Videos in der Regel damit, dass ich die Voraussetzungen nenne, damit die Schüler mit dem Video klarkommen. Das betrifft natürlich vor allem meine Nichtschüler, die das Video also auf der Website oder bei YouTube sehen. Meine Schüler wissen, dass sie zu diesem Zeitpunkt das Video angucken können, um die Inhalte zu verstehen. Meine Videos enden in der Regel auch mit einer Zusammenfassung, die die Schüler dann im Rahmen eines, ja, entweder Hefteintrags oder alternativ auf einem Arbeitsblatt übernehmen. Ein wichtiger Aspekt ist in meinen Augen noch die Durchschaubarkeit des Videos, also dass es ja, zügig vorangeht, das schaffe ich natürlich auch, indem es nicht zu lang ist. Oder auf der anderen Seite kleine, ja, unterhaltende Elemente mit einbaue. Der Joe hat vorher schon was in diese Richtung gedeutet. Es soll auch die Persönlichkeit des Lehrers durchkommen. Es soll also kein klinisch neutrales und steriles Video sein, sondern man darf durchaus mal mit humorvollen Elementen arbeiten. Die Videos sollten nicht Spiegel des traditionellen Unterrichts sein und sie sollen echte Fragen enthalten. Echte Fragen sind ja bekanntlich Fragen, die nicht zu eindeutigen Antworten führen. Ich denke, viele Videos, die ich sehe, sind Adaptionen des analogen, herkömmlichen, traditionellen Unterrichts. Und das sollten wir nicht. Wir sollten das Lernen tatsächlich den Schülern übergeben. Stichwort rechtefreie Musik. Gibt es eigentlich rechtliche Probleme bei der Verwendung von Musikbildern oder anderen Materialien in den Videos? Ich wollte auch noch was ergänzen, was jetzt Tonqualität, Sprache und so weiter angeht. Vor allem, wenn es Videos sind, die die eigenen Schüler sehen, dann schätzen die tatsächlich, den eigenen Lehrer wiederzuerkennen. Also man muss hier nicht das perfekte Video machen, wo kein Dialekt mehr hörbar ist, wo kein kein Versprecher drin ist. Das habe ich einmal geschafft, dann nie wieder. Und das Feedback war verheerend, weil die Schüler meinen, ja, das sind ja gar nicht sie, das war total komisch. Das war so künstlich. Also die Schüler schätzen tatsächlich die Authentizität. Komisches Wort. Hast du gut gemacht, ja. Ganz genau. Im Video. Kannst du gerade weitergeben? Ja, zu dem selber erstellen. Man kann sich auf die lange Suche machen, irgendwas unter CC zu finden oder CC0, das man dann verwenden will.
Nur ist es ja immer auch die Sache, wird das vielleicht nachträglich noch geändert? Also kommt dann plötzlich eine andere Lizenz drüber? Deswegen immer die Empfehlung, einfach selber machen. Also Musik reinspielen, da muss man schon genau suchen, was man für Titel findet. Ich wollte eigentlich was anderes vorhin dazu sagen. Man sollte nicht immer selber derjenige sein, der das eigene Video kritisiert oder die Kriterien daran aufstellt, sondern immer andere, weil man ist sich selbst der größte Gegner bei den eigenen Videos. Lieber mal andere beurteilen lassen, dann wird es vielleicht auch was mit der Veröffentlichung. Gut, noch zwei Beiträge würde ich sagen, Dirk, und dann hier noch und dann gehen wir zur nächsten Frage über. Ja, ich würde eine Anmerkung noch gerne anbringen. Es kann motivierend sein, wenn die Lernenden durchaus auch mal ein Video für ihre Mitschüler selbst gestalten. Das ist eine Herausforderung, das setzt eine ganze Menge Vorbereitung voraus. Aber die Motivation, das ist meine Erfahrung, ist besonders hoch, weil die eigenen Mitschüler natürlich nochmal in besonderer Weise im Mittelpunkt stehen und auch da nochmal ganz andere Kompetenzen geschult werden. Ja. Ja, ich finde die Methode total spannend und kann mir auch viele Einsatzmöglichkeiten vorstellen. Ich komme aus der Lehrerfortbildung. Wenn ich das dann im Rahmen von Lehrerfortbildung den Lehrkräften dann aber so vorstelle, Mensch, das ist doch eine tolle Sache, das einzusetzen. Um Gottes Willen, ich will doch nicht, dass die Eltern meiner Schülerinnen und Schüler mich dann im Netz sehen. Also das, dann ein Versprecher in Englisch und. Da kommen so viele Vorbehalte. Das finde ich einfach schade und das wäre auch nochmal so eine Frage, wie kann ich einfach diese Hemmschwellen nach unten packen. Ne? Vielen Dank für die nächste Frage. Das ist jetzt genau die Frage. Also, wie gehen diejenigen, die es tun, mit solcher Kritik um auch? Mit dem Gedanken, dass jemand außen Fehler sehen könnte, dass die Eltern Fehler in den Videos sehen könnten? Oder wie könnte man Leute davon überzeugen, Lehrer davon überzeugen, das nicht so ernst zu nehmen? Genau, das ist es eigentlich. Also vielleicht schwingt da dann noch so ein Lehrerbild mit, dass man als Lehrer keinen Fehler machen darf. Wir sind auch nur Menschen, wir machen nicht Fehler. Und da, glaube ich, muss man einfach irgendwie den Leuten näher bringen, entspannter damit umzugehen, dass man Fehler zulässt und mit denen umgeht. Also wirklich eher nur der Lehrer als Idealmensch vorne, der keine Fehler macht, das, glaube ich, schwingt da nur ganz stark und zu stark mit. Okay, gibt es weitere Antworten dazu? Hier hinten. Ich denke, als Lehrer kann man sich auch ein bisschen entspannen, denn die Eltern entdecken auch die Schreibfehler in Arbeitsblättern oder so. Also es ist eine Realität, dass mal zwischendurch was schief geht. Das macht auch menschlich. Ich muss sagen, es hat mich in meiner Persönlichkeit total weitergebracht, diese ganze Kritik. Hört man mich? Ja. Am Anfang hat es mich schlaflose Nächte bereitet, wenn irgendwer mich kritisiert hat, irgendwie inhaltlich, und mittlerweile bin ich da richtig in meiner Persönlichkeit gewachsen und traue mich zum Beispiel in einer DAF-Gruppe in Facebook meine Videos zu posten, weil die haben immer richtig Ahnung von Grammatik und die nehmen das Ding auseinander, wenn ich irgendwie ein falsches Verb für irgendwas benutzt habe, und ich mache es mittlerweile gerne, und das hat mich richtig in meiner Persönlichkeit vorangebracht. Also eine andere Möglichkeit ist halt auch, wenn ich jetzt damit anfange, dass ich zum Beispiel sage, wenn ich diese Videos selber mache, dass ich die erstmal nur in einem geschlossenen Raum zur Verfügung stelle. Wir haben ja in Berlin zum Beispiel die Lernplattform Moodle, und dass ich darüber erstmal vielleicht ein bisschen an Selbstvertrauen gewinne, wenn ich darüber dann halt das Feedback bekomme, okay, die Videos sind gar nicht so schlecht, wie ich vielleicht denke, um dann den nächsten Schritt zu machen und die dann halt im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Okay, Sebastian? Vielleicht eine kleine provokante Frage. Wenn es nicht wert ist, den Input, den man gibt, in ein Video zu packen, ist es dann wert, überhaupt das in Klassenzimmer an Schüler loszulassen? Okay, sehr guter Übergang zur nächsten Frage, die mir jetzt gerade überhaupt nicht einfällt, was das nochmal war. Wir brauchen einen Trommelwirbel eigentlich. Also, was ist die nächste Frage? Ne? Ah, okay. Ist die Videoproduktion nicht schrecklich aufwendig? Also die Angst davor, dass das einfach zu viel Zeit kostet. Was sind eure Erfahrungen an diejenigen, die schon Videos produziert haben zu Hause? Also ich habe den klassischen Fehler gemacht am Anfang. Ich habe gedacht, ich möchte so ein Video machen, habe mir ganz viele schöne Sachen angeguckt und dann habe ich mir die ganzen Programme dazu besorgt und so weiter. Dann habe ich angefangen und habe gemerkt, dass extrem kompliziert alles ist, und habe das dann immer weiter runtergeschraubt, und mein erstes Video, was dann wirklich fertig war, hat dann am Ende vielleicht
2 Stunden gedauert, das herzustellen, weil ich dann halt den ganzen Greenscreen und alles weggeschmissen habe und das wirklich ganz rudimentär gemacht habe. Und das kann ich, wie gesagt, nur empfehlen, dann so anzufangen, weil das ist, dass diese ganze Technik, die professionelle, die alleine zu bedienen, ist halt hochkomplex. Und je weniger technische Mittel ich einsetze, desto weniger muss ich das auch alles kontrollieren, ob das alles stimmt, ob das Mikro richtig eingestellt ist und so weiter. So, ne? Also so ist es dann vielleicht nicht perfekt, aber zumindest ist es dann einfach hergestellt. Also bei mir ist es so, ich habe meine ersten Videos so gemacht, dass ich nicht im Bild zu sehen bin. Ich finde mich immer ganz schrecklich, wenn ich mich selber sehe, genauso wie ich hören, sehr schlecht. Also mich selber hören finde ich auch furchtbar. Das heißt, bei mir ist es mit dem iPad und einer bestimmten Software so, dass ich was schreiben kann und das, wenn man das geübt hat, geht es mittlerweile in einer halben Stunde und dann ist es fertig. Und da sind auch viele Fehler drin im Sinne von und was weiß ich was. Und ich mache auch mal im Hintergrund, der Hund bellt im Hintergrund. Ist alles in Ordnung, alles. Okay, Felix? Also ich kann Ihnen da nur beipflichten. Bei uns war auch so die Geschichte, wir haben angefangen, Mathe-Videos in der Oberstufe und haben für ein Video ja zu zweit 4-5 Stunden gebraucht tatsächlich. Mittlerweile ist es aber so, gerade ein Video für die Sekundarstufe 1, das so 5 Minuten oder 3-5 Minuten dauert, machen wir mittlerweile mit Explain Everything auf dem iPad in einer halben Stunde auch. Da schließe ich mich dem da an. Das ist eigentlich mittlerweile so aufwendig wie eine normale Unterrichtsvorbereitung. Deswegen kann ich da jeden nur wirklich motivieren, da mal anzufangen. Und wenn man da mal 10 Videos gemacht hat, glaube ich, dann ist jeder so, glaube ich, in der Lage, so ein kurzes Video innerhalb von einer halben Stunde herzustellen. Ja. Okay, die 2 letzten Antworten dazu, dann kommen wir zu diesen Frage. Mhm. Ja, für diejenigen, die noch nie ein Video produziert haben, jetzt bitte mal die Ohren zuhalten. Die Produktion ist aufwendig. Ja, es ist so, gerade an dem ersten Video hockt man stundenlang, dann fängt man an, hat die PowerPoint-Präsentation endlich fertig, ist dabei, das einzusprechen, entdeckt einen Tippfehler. Fängt nochmal von vorne an, es ist furchtbar aufwendig, aber irgendwann hat man die Coolness zu sagen, okay, dann ist er da drin, dann ist er verewigt. Ich empfehle auch diese, also ich vertone immer PowerPoint-Präsentationen und da habe ich jetzt für alle möglichen Schemata, habe ich schon Standardvorlagen erstellt, die ich dann einfach mit den konkreten Inhalten fülle. Es gilt auch hier die Erfahrungskurve, das heißt, je mehr und öfter man etwas tut, desto schneller wird man. Aber dummerweise steigt in gleichem Maße das Anspruchsniveau, weshalb man unterm Strich trotzdem wieder genauso lang da sitzt. Aber das ist meine Sicht der Dinge. Also dem kann ich nur beipflichten, was du gerade sagst. Letztendlich hängt es natürlich vom eigenen Perfektionismus ab, wie aufwendig so ein Video ist. In der Anfangsphase natürlich die PowerPoint-Präsentation zu erstellen ist aufwendig. Und wenn man dann aufnimmt am Anfang, ist natürlich komisch, sich zu hören. Aber da kann man sagen, die Routine mit der Zeit. Also letztendlich ist der große Aufwand, steht vielleicht in der PowerPoint-Präsentation, die ich mache. Und das dann abzumoderieren, das kommt dann im Laufe der Zeit. Oder man hat eben auch Möglichkeiten, das nicht mit PowerPoint oder man filmt jetzt nur mit dem Handy oder so. Also es geht auch deutlich schneller. Aber es ist nicht zu leugnen, dass es schon ein gewisser Aufwand ist. Das muss man schon sagen. Der Spaß macht, ganz klar. Und der sich auch langfristig lohnt. Also ich bin wahnsinnig beeindruckt von der Kompetenz, die hier im Raum anwesend ist. Mich würde wirklich, wenn ich dazwischen grätschen darf, einfach nochmal interessieren, wer von Ihnen hat denn einmal oder sogar regelmäßig mit selbst produzierten Videos schon im Unterricht gearbeitet? Einmal bitte aufzeigen. Das ist schon fast die Hälfte, würde ich sagen. Das finde ich sehr beeindruckend. Und vielleicht einfach als Gegenprobe, wer hat es noch nie ausprobiert? Ja. Danke sehr. Vielleicht ergänzend noch zu der Frage, man muss ja auch nicht unbedingt selbst Videos aufzeichnen. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Videos im Netz. Es gibt viele Lehrer, die Videos produzieren. Das heißt einfach bei YouTube, Google oder sonst wo suchen nach Videos. Man findet schon auch das ein oder andere, das man einsetzen kann. Bin ich zu hören eigentlich? Ich höre mich selber überhaupt nicht. Also mich interessiert seit einiger Zeit die Frage, ob Schüler, wenn sie den Unterricht vorbereiten, den Inhalt vorbereiten, vielleicht mehr davon profitieren, als wenn sie die Hausaufgabe machen. Also das, was Sie gerade gesagt haben, sie sitzen zu Hause, wissen nicht so richtig, wie es geht, weil sie den Stoff nicht verstanden haben. Also würde es gehen, wenn ich den Kindern sage, also in der nächsten Stunde ist Teilen dran, also wir teilen große Mengen und ich habe euch da mal was aufgeschrieben, guckt euch das mal an.
So, und dann bin ich auf diese Video, also auf diese Konferenz heute gestoßen und habe gedacht, also das kann man mit dem Video machen, man könnte aber auch Vorbereitung reingeben ohne Video. So, und für mich ist es an sich so, dass ich heute hier bin, weil ich überlegen will, ob ich Lust habe, das zu lernen, solche Videos zu produzieren. Und ich bin mir aber klar, wenn man Lust hat, muss man sich begeistern und muss dann auch erstmal sagen, also das kostet erstmal Zeit, das zu lernen. Wenn man es dann kann, ist es vielleicht was anderes. Wie in allen Dingen des Lebens halt. Ne? Vielleicht dazu ein Kommentar, Sie haben völlig recht. Flipped Classroom bedeutet nicht Video lernen und nicht online lernen, sondern die Kernidee des Flipped Classroom ist, dass soziale Interaktion wertvoller dadurch wird, wenn alle vorbereitet kommen. So, ja. Das würde ich aber gerne Ihre Frage aufgreifen. Also bringt es den Schülern denn mehr, wenn sie vorbereitet unterrichtet sind, als wenn sie Hausaufgaben machen? Und da hätte ich gerne auch vielleicht ein paar Antworten von denjenigen, die es schon eingesetzt haben. Sebastian. Also ich muss die Antwort ein bisschen umdrehen. Ich finde es dramatischer, wenn sie ihre Übungsaufgaben nicht gemacht haben, wie wenn sie das Video nicht angeschaut haben. Weil die, die ohne Video unvorbereitet kommen, holen sich den Rest in der Unterrichtsstunde. Diejenigen, die aber die traditionelle Hausaufgabe, die Übung nicht haben, die tun sich das schwer, das Thema komplett zu durchsteigen. Also ich sehe es anders. Die Hausaufgabe nicht machen, haben leichter das Video nicht geschaut, als die richtige Übung nicht gemacht. Ich habe vielleicht eher eine Bitte. Also eigentlich zwei Bitten. Das eine ist, dass wir den Flipped Classroom nicht auf Videos reduzieren. Und die zweite Bitte ist eigentlich noch, dass wir nicht mehr von Hausaufgaben sprechen. Der große Vorteil des digitalen Lernens ist nach meiner Meinung, dass wir überall lernen können. Also das eigentlich, was wir in unseren ersten 6 Lebensjahren machen. Also ich bitte vielleicht auch, dieses Haus entweder in Anführungs- und Schlusszeichen zu setzen oder dann vergessen, weil das Lernen findet dann überall statt. Also zu den klassischen Hausaufgaben, wie wir sie ja normalerweise kennen. Jetzt bin ich Chemielehrer. Meine Erfahrung ist früher, jetzt gehst du heim und machst dir diese Hausaufgabe. Ich hatte immer wieder Schüler, die in den Unterricht kommen. Ich habe sie nicht gemacht. Am Anfang habe ich gedacht, sie wären faul. Nee, sie können es teilweise einfach nicht, weil die Aufgaben teilweise so komplex sind, dass sie einfach viele kleinschrittige Hilfe brauchen. Und das kann ich nur in der Präsenzphase in der Schule machen. Meine Kinder sind jetzt in der 4. Klasse in Bayern. Ich bin wirklich überrascht, wie viele Hausaufgaben die aufkriegen und wie viel man sie betreuen muss, im Sinne, sich selber zu organisieren. Ich glaube, die klassische Hausaufgabe ist wirklich problematisch und bringt häufig nicht so viel, wie wir immer denken. Und deswegen glaube ich, ist es sinnvoller, das alles in die Präsenzphase reinzuholen und die Hausaufgaben so zu gestalten, dass das jedes Kind selber machen kann. Ohne Mami, ohne Papi und ohne WhatsApp. Und es geht um das Thema Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich sitze nicht mehr nur da und bin davon abhängig, etwas zu bekommen, sondern ich kann aktiv mitgestalten. Und das ist ja das, was nachher auch auf der Hochschule, in einem Beruf oder in einem Lehrberuf gefragt ist. Also dieses selber tun, ausgehen von Dingen, die ich mir auch ein Stück weit selber erarbeitet habe. Und es ist gleichzeitig ein Weg vom forschenden Lernen. Und auch das ist ja das, was unsere Zukunft bringen soll. Okay, ich habe die nächste Frage hier vorne projiziert. Auch eine Frage, die viel in den Kopf umgeht. Ja, wenn jetzt Schüler vorbereiten Unterricht kommen, was soll ich eigentlich mit den Schülern dann im Unterricht machen? Was macht ihr mit euren Schülern im Unterricht? Super. Einfach Aufgaben, die man normalerweise auslagen würde, im Unterricht machen, Problemstellungen, Herausforderungen, eher in offenen Kontexten, also was ich, das wirklich individualisieren, zu sagen, okay, wer will, kann diese Frage nachgehen oder jene Frage nachgehen. Also ich versuche es sehr, sehr offen zu halten und ich versuche von Gruppe zu gehen und zu sehen, wo wirklich jemand Hilfe braucht oder nicht. Oder vielleicht brauchen sie auch meine Hilfe gar nicht. Aber es ist was Wunderbares, Flipped Classroom Unterrichtsphase, weil es sehr leise ist, interessanterweise, also in meiner Klasse interessanterweise. Und sie arbeiten, also es ist sehr, sehr fokussiert und nicht, sie sind nicht abgelenkt. Ich glaube, wer vorher schülerzentriert gearbeitet hat, der hat genügend Materialien, die er dann in der Flipped Classroom-Situation auch wieder hernehmen kann.
Das heißt, ich hatte früher viel immer versucht, schülerzentriert zu arbeiten, liest dir jetzt mal diesen Text durch und dann machst du diesen hier und jetzt müssen sie halt manchmal diese Texte nicht mehr durchlesen, aber das Material habe ich ja erstellt und kann ich dann hernehmen. Das heißt, so wie du es genau beschrieben hast, ich gehe viel rum, ich helfe und ich stelle auch immer wieder fest, es ist eigentlich nichts Neues im Arbeiten in der Präsenzphase von früher, nur bereiten sie sich halt theoretisch mehr daheim vor. Und was ich auch immer wieder Wahnsinn finde, ist, wie viele Fragen mir Schüler stellen, auf die ich himmelweit nicht kommen würde, dass man diese Frage haben könnte. Also Wahnsinn. Gut, weitere Antworten dazu? Ja, Sebastian? Ich mache zum Beispiel das aktive Plenum und wer wissen will, wie das geht, kommt in meinen Workshop. Und ansonsten ist es so, dass ich tatsächlich am Anfang ein echtes Problem hatte im Flipped Classroom, weil ich nämlich echt zu wenig geplant hatte für den Unterricht. Ich musste mich ein bisschen umstellen und freue mich jetzt wahnsinnig, weil so Sachen wie Schüler machen Lernvideos selber, dafür habe ich jetzt etwas, immer noch viel zu wenig, aber mehr Zeit im Unterricht. Also sie können mehr produzieren, weil dieser Input tatsächlich aus meinem Unterricht ganz weg ist. Und da sind wir ganz nah bei dem, was man eigentlich unter digitaler Bildung versteht. Dann kann man nämlich auch die Kinder zu Creatern werden lassen, selbst etwas erstellen zu lassen, selbst mit dem Padlet aktiv zu werden, mit dem Etherpad in Kommunikation zu treten, auch wenn sie zum Beispiel zu Hause sitzen. Also Zeit dafür haben, um neue Methoden hinzubekommen, um sie aufs 21. Jahrhundert vorzubereiten. Und es ist nicht immer die Stillarbeit und nicht immer die Einzelarbeit, sondern eben ganz viel Arbeit mit dem Partner oder ganz viel Arbeit in Gruppen, die sie dann aber selbst organisieren dürfen. Ich komme ja aus dem Fremdsprachenbereich und ich merke halt, dass wir viel mehr Zeit haben, wirklich zu sprechen. Also und das ist halt gerade, werde ich ja nachher im Workshop auch noch ein bisschen was zu sagen, im Fremdsprachenbereich, wenn Sie zu Hause sitzen und alleine da vor Ihrem Zettel und Ihre Lückentexte ausfüllen, bringt denen das letztendlich nicht so viel, Spanisch und Englisch zu lernen, als wenn sie eben im Klassenraum sitzen und mit den anderen wirklich sprechen können. Und genau, das ist halt einfach für mich der Vorteil vom Flipped Classroom. Wir haben mehr Zeit zu sprechen. Super für dieses Beispiel. Also vielen Dank für dieses Beispiel. Ich habe das auch bei einer Kollegin bei mir im Gymnasium erlebt, die mich gefragt hat, ob ich ihr helfen kann, im Englischunterricht das umzusetzen. Und die hat genau das Gleiche erlebt. Also die hat auch gesagt, endlich sprechen die Schülerinnen und Schüler und nicht mehr sie, weil sie kann es eh. Das ist das Coole. Und ich mache es im Geschichtsunterricht. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich viel mehr auf die Interessen der Schülerinnen und Schüler eingehen kann. Ich komme mit bestimmten Ideen, auch politische Bildung zum Beispiel, kann ich jetzt viel mehr mit ihnen diskutieren und halt eher auch diese Dinge, die echt aktuell sind, behandeln. Also ich habe einfach mehr Zeit für die Interessen, die sie auch mitbringen. Okay, letzte Antwort, ja? Ich möchte da gleich anschließen und zwar mache ich nicht mit jeder Klasse dasselbe. Ich habe sehr viele Parallelklassen und ich finde es ganz toll, dass man dann wirklich auf die Klassen eingehen kann und auf die Gruppendynamik. Das konnte ich vorher nicht so. Ja. Das Fantastische bei dieser Fragerunde ist ja, dass die Fragen auch von den Teilnehmenden selbst gekommen sind. Und das finde ich eine ganz spannende Idee überhaupt für die Gestaltung vom Flipped Classroom. Und dass ganz schnell und intensiv das Wissen der Anwesenden sichtbar und spürbar geworden ist und dass davon gleichzeitig alle profitiert haben. Also so habe ich das erlebt. Also man hat richtig gemerkt, dass in dem Publikum oder in den Teilnehmerzahlen wirklich eine geballte Ladung an Praxiserfahrung da war. Ja? Und bei den vielen Antworten, die auf die Fragen kamen, bei den vielen guten, neu gestellten Fragen, die aus der Runde kamen, hat man gemerkt, dass wir hier nicht bei Null beginnen, sondern dass schon ganz viel Vorerfahrung auch da ist. Nicht unbedingt mit dem Flipped Classroom und insbesondere auch ein großes Interesse.